Herzlich willkommen zur allerersten Folge meines ersten Let's Plays in LS19. Und ja, das Ganze. Da müssen wir jetzt einmal hinfahren. Mal schauen. Wie gesagt, werde ich auf dieser Map Ackerbau betreiben, beziehungsweise ich werde mich darauf konzentrieren. Was gibt es noch großartig zu sagen? Ja, was vielleicht einige interessieren wird, wie lange wird das Let's Play gehen? Das ist eigentlich ziemlich schnell beantwortet, solange wie ich Bock habe, hier drauf zu zocken. Auf dieser Map. Beziehungsweise bis eine Map rauskommt, die mir einfach besser gefällt. So. Da wären wir schon auf den Hof. Wir parken die Gurke hier. Gucken wir doch gleich mal hier. Feld 1 gehört uns. Okay, da ist gar nichts drauf. Ne, tatsächlich. Da ist gar nichts drauf. Wie sehen denn die Preise aus? Ja, beschissen, würde ich mal sagen, ne? Was machen wir da? Ich würde sagen, wir machen Raps. Wir machen Raps. So, Saatgut haben wir nicht. Oder? Das ist, glaube ich, Dünger gewesen. Hier drin ist nichts. Wir probieren das mal da vorne. Ja, okay. Ja, das sagt gut. Wo haben wir denn Dünger? Haben wir hier gar nicht, ne? So, Garage, was haben wir denn hier? Da können wir gar keinen Dünger reinschmeißen. Kreiselecke. Ja, die braucht keiner, die können weg. Drescher behalten wir, Trecker sieht ganz gut aus. Wäre ja eigentlich. Eine Spritze werden wir noch brauchen wegen Unkraut. Da werden wir wohl die Kuh nehmen. Wobei. Was kostet der denn, wenn ich den miete? Boah, so viel kostet der eigentlich gar nicht. Ich schätze fast, dann nehmen wir den Selbstfahrer bei den großen Flächen. Und wir können schneller fahren. Macht sich schnell bezahlt auf jeden Fall. Ja, die Anhänger sehen natürlich auch kacke aus. Da haben wir ja diese hier. Kriegen wir natürlich nicht so viel mit. Könnten wir fast die Mulde hier kaufen. Den Abschiebewagen hier. Aber wir schauen mal, ich muss erstmal säen. Boah, die ist ja gar nicht so groß jetzt hier.
Das ist mir ein bisschen zu leise. Das könnte schon wieder fast zu laut werden. So, ich setze jetzt hier erstmal einen Helfer drauf. Hätte wahrscheinlich auch noch Kalk drauf gemusst, ne? Ach, muss auch noch gepflügt werden. Ja, gut. Shit happens. Pflügen lassen wir mal. Kalk müssen wir uns noch eben besorgen. So, wo haben wir den anderen Tracker jetzt hier drin stehen? Hier schon mal nicht. Auch noch Pflanzenschutz. Da haben wir den anderen Tracker. Aber kein Gewichtsstück für oder was? Tatsache. Kaufen wir mal eben schnell eins. Was wollte ich denn jetzt gerade? Ja, genau, stimmt. Ah, sieht gut aus. Wir haben jetzt natürlich nicht so viel Geld. Wir könnten noch was verkaufen. Ich wollte eigentlich wohl noch eine andere Mulde haben, aber ich muss auch noch was haben zum Kalkstreuen. Da können wir keinen Kalk streuen hier wohl. So, für 39.000. Ja, da geht es natürlich nicht so viel rein, ne? Wir müssen jetzt erstmal Geld sparen. Wir nehmen den hier erstmal. Breitreifen lassen wir mal. Das müssen wir auf jeden Fall haben. Weil sonst streuen wir uns da dumm und dämlich. Dann sind wir bei 47.000. Oh, das ist aber echt schon Geld. Gerade jetzt am Anfang. Egal, den kaufe ich jetzt mal. Den kaufen wir uns jetzt mal hier. So, Tankstelle. Saatgut. Hier war Werkstatt. Ja, was ist das? Man weiß es nicht genau. Kalkstation, wo bist du? Genau, hier sollte jetzt eigentlich ein Kalksilo stehen. Das tut es natürlich nicht. Ich glaube, wir kaufen uns mal eben schnell eins. Kostet das denn hier? War das hier? Nee. Diverses. Oh, da haben wir schon 30.000. Oh, leckt mich am Arsch. Der nächste ist ganz oben rechts, das ist natürlich extrem weit weg. Auf dem anderen Betrieb, da sind natürlich auch noch zwei Punkte. Wir fahren da mal schnell hin. Gucken uns das Ganze mal eben an. Vielleicht steht da ja ein Kalksilo, ist ja nicht ganz so weit weg.
Da können wir ja doch noch irgendwie kalt laden. Tatsache. Was ist denn das? Tch. Muss man nicht verstehen. Wir brauchen noch Geld von der Bank auf jeden Fall. Spritze müssen wir noch haben. Das sind unsere Schafe hier, glaube ich. Gott, was wächst denn hier? Gras. Als Frucht. Ach, das ist doch elend. Na gut, das ist ja direkt Saat, das ist ja gleich weg dann. Ja, noch nicht so spannend am Anfang irgendwie. Die Folgen werde ich so zwischen 25 und 30 Minuten machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Also ich bin auf jeden Fall eher fertig wie er mit der Sämaschine da. Aber der Helfer kapiert auf jeden Fall, dass da Bäume sind, das ist schon mal gut. Ja, dann können wir uns gleich noch um andere Sachen kümmern. Auch hier werde ich wieder versuchen, jeden Tag eine Folge rauszubringen, was aber mit Sicherheit nicht unbedingt immer klappen wird. Aber dafür wird es so sein, dass wenn ich halt, so wie jetzt Wochenende, wird halt auch nicht immer nur ein Video kommen, sondern eventuell auch mal drei oder vier, je nachdem, was ich gerade spiele und wie viel ich das gerade spiele, weil ich das den ganzen Tag spiele, dann werde ich auch durchaus mal ein paar mehr Folgen hochladen, weil sonst, ja, ne, habe ich über Wochen halt Folgen, das ist ja auch Quatsch. Weil irgendwann kommt halt ein neues Let's Play auf einer neuen Karte oder irgendein Projekt, was man machen kann, was einem einfällt. Und ich habe da halt noch 1000 Folgen stehen oder so. Das wäre natürlich totaler Quatsch. Aber es kann natürlich auch durchaus mal sein, das arbeitsbedingt, weil ja, wie euch vielleicht auffällt, ich verdiene mit YouTube halt kein Geld. Das mache ich halt nur so just for fun, weil es mir Spaß macht. Und ich arbeite halt selber noch in der Landwirtschaft und da kann es durchaus passieren, dass gerade so wie jetzt im Frühjahr, sobald das Wetter jetzt besser wird, dass mal 2 oder 3 Wochen komplett am Stück eventuell mal gar keine Folge kommt. Weil ich halt komplett durcharbeiten muss. Aber das wird sich dann halt irgendwann mal wieder aufrechnen. Sobald wieder Zeit kommt, kommen halt auch mehr Folgen. Da bleibt natürlich alles irgendwie ein bisschen liegen, auch die Mod-Vorstellung, was natürlich ein bisschen blöd ist, aber gut, was soll's. Das ist dann halt nun mal so.
das Geschaukel hier ist auch ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen. Ich meine, es ist ja alles gut gemeint, dass alles so ein bisschen dynamisch wirken soll, aber. Schockt jetzt nicht so wirklich, wenn man in eine Kabinenansicht fährt. Ich denke mal, da wird sich auch noch mal irgendwann was ändern. Alter, der Streuer ist gleich wieder leer hier. Also wenn wir da nachher auf die großen Flächen sind, da brauchen wir auch einen großen Streuer. So. Ja, fahren wir mal hier vorne lang. Schade, dass auf der Map kein Verkehr ist. Auch wenn der Verkehr manchmal ein bisschen nervt, aber es haucht dann doch irgendwie schon ein bisschen Leben ein. Man fühlt sich nicht ganz so allein. Wir müssen nachher, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, auf jeden Fall eben eine Kalkstation auf dem Hof bauen. Aber hier bauen wir auf jeden Fall auch noch irgendwas hin. Wollen wir nachher mal wegmachen hier eventuell noch. Hier können wir noch richtig was bauen. Können wir noch richtig was machen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr vielleicht sehen wollt oder sowas, irgendwie, keine Ahnung. Was auch immer. Schreibt es in die Kommentare. Kommentare lesen habe ich immer Zeit für. Auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt immer alle beantworten werde. Lesen tue ich sie aber auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier auch übrigens alles angelassen, Flügen notwendig und auch mit Unkraut und alles. Ich weiß nicht, ob das den einen oder anderen stören wird, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Denn wenn ich das jetzt alles ausmachen würde, dann könnten wir auch den 17er spielen. Wisst ihr, was ich meine? Da brauche ich mir kein neues Game kaufen. Und ich möchte natürlich auch die neuen Futures, die ganzen. Ich will das natürlich alles haben. Und ich finde das ja schon cool. Ich werde das aber so machen, dass wenn jetzt zum Beispiel ja, bei den Riesenflächen nachher Unkraut spritzen müssen. Es dauert natürlich seine Zeit. Und das heißt, wenn wir dann irgendwie zum Ende hin der Folge sind, das werde ich auch mit anderen Arbeiten so machen. Werde ich das offline beenden, den Arbeitsgang, so wie Unkraut spritzen oder so wie jetzt Kalk streuen oder so. Und ja, aber es wird einfach sonst zu langweilig. Und wir machen dann halt in der nächsten Folge dann einfach mit den nächsten Arbeitsschritt weiter. Aber es ist ein Let's Play, ja, und da sieht man natürlich so ziemlich alles. Auch wenn es langweilig ist. Aber ich glaube, die meisten stört das nicht. Wenn das mal irgendwann so ist, dass mal ein paar mehr Leute die Videos gucken und auch kommentieren, werde ich das so machen, habe ich mir jedenfalls so gedacht, dass ich auch trotzdem mal eventuell eine Folge dazwischen schieben werde, wo wir jetzt in Anführungszeichen langweilige Arbeit machen und ich aber einfach mal Kommentare beantworten werde. Das macht das Ganze dann ja einfach mal ein bisschen, ja, spannender. Ich weiß nicht, kann man das spannender nennen? Aber es ist auf jeden Fall auch mal interessant, würde ich sagen. Mal was anderes.
Wieso hat er denn da jetzt einen Streifen übergelassen? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der Helfer hat ab und an mal so ein bisschen Probleme. So wie da jetzt der Streifen. Ich schätze, dass er da wieder einen Rückwärtsgang eingelegt hat. Das heißt, er hat vorne angefangen. Er hat hochgesät. Oder halt andersrum. Aber setzt oben aus, die Sämaschine. Fährt komplett rückwärts. Dreht hier unten einmal. Setzt wieder ein und macht seine Arbeit weiter. Das ist seit dem letzten Patch. Also ein bisschen, was muss Giant Star schon noch machen? Ansonsten kommt der Helfer eigentlich seit dem letzten Patch deutlich besser klar. Finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, was bei euch Sache ist. Bin mal gespannt, das ist jetzt die erste Mod-Map, die ich jetzt hier spiele, was der Helfer hier drauf macht. Aber wahrscheinlich nichts anderes. Im 17er war das so, da war das schon hier und da unterschiedlich. Aber hier weiß ich noch nicht. Auch da, den Baum hat er erkannt auf jeden Fall. So, schon wieder leer. Also wir werden hier auf jeden Fall mit sehr großen Maschinen spielen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Große Flächen. Potenzial ist da. Hier müssen wir nochmal die Einfahrt ein bisschen beschneiden. John Deere Drescher haben wir hier schon. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Können wir auch mal ausprobieren. Ist auch mal ganz hilfreich. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen scheiße hier, das müssen wir noch mal ändern. Aber Tiere hatten wir noch nicht, ne? Ah, jetzt speichert er erstmal. Ne. Also anscheinend sind hier wohl Ställe, aber noch keine Tiere. Aber das macht ja nichts. Ach, jetzt habe ich. Moment, der ist ja noch am Säen. Pflanzenwachstum aus. Das ist auch ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr am Säen seid. Das werden wir aber später noch feststellen, da gehe ich später nochmal ein bisschen drauf ein. Stellt es aus. Pflanzenwachstum. Werde ich später auch nochmal genauer drauf eingehen. Erleichtert eure Arbeit auf jeden Fall. Da müssen wir noch mal nachsehen hier nachher den einen Streifen. Macht ja nichts. Steine. Ob wir die wegkriegen, wenn wir die Felder verbinden wollen. Könnte schwer werden, ne? Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ach ja. Aber schön entspannt hier, ne? Schön entspannt Kalk streuen.
Der Helfer dreht seine Kreise. Da bleibt gleich ein kleiner Streifen stehen. Oder? Ja. Shit happens. Kriegen wir beim nächsten Mal. So genau kommt das hier nicht. Schön ist was anderes, ne? Schön ist was anderes. Vorgewende neu machen hier. Ein bisschen was schafft er schon, er hat immerhin 6 Meter. So, das wäre schon mal geschafft. Hier müssen wir noch eine Einfahrt machen. Vernünftig. So. Ordnung muss sein, ne? Ja, und da sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Ihr seht, es kann relativ wenig passieren, ne? Ich sag mal, so eine halbe Stunde ist nicht viel. Aber ja, wenn dann nachher, wenn auf dem Wochenende oder auch in der Woche, wie gesagt, es kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe, wie viel spiele, kommen halt auch mal ein paar mehr Folgen und dann könnt ihr euch das ja selber ein bisschen einteilen. Je nachdem, wie ihr gerade Lust und Zeit habt zu schauen. Und jetzt haben wir hier nämlich das Phänomen. Das Feld ist nämlich noch nicht fertig. Den Helfer werde ich weiter säen lassen, denn wir haben momentan nur das eine Feld und keine andere Arbeit, die wir zwischendurch machen können. Den werde ich jetzt fertig machen lassen. Und sobald der Helfer fertig ist mit Säen, wird die nächste Folge starten. So in etwa, ihr kennt das mit Sicherheit von den anderen YouTubern, die machen das auch so. Ich werde das zum größten Teil, wie gesagt, auch so machen. Ich denke, das ist angenehmere für alle. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.